Wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Leogang. Yeah, Österreich, wir sind da. Wir sind wieder zurück, wir sind gestern extrem früh, 3 Uhr morgens in Hamburg gestartet, gesamten Tag durchgebreddert über die Autobahn und dann irgendwann tagsüber hier komplett zerstört angekommen. Aber wir sind kurz davor, meinen ersten Traum zu realisieren und zwar das erste Mal in meinem Leben Ski zu fahren. Ja, Baby, du packst das. Ich bin gut aufgeregt und ein bisschen extra Nervosität, weil unsere Weitwinkeloptik kaputt gegangen ist. Das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen weiter wegstrecken, aber das kriegen wir schon alles gebacken. Ja, kriegen wir. Wir sind ausgestattet. Hier sieht man auch, wir haben unsere neue Kleidung an. Wir haben richtig geiles Wetter draußen. Gestern Glück war ja gehabt. Derbe bewölkt, wo wir angekommen sind. Und heute und morgen soll mega geil werden. Heute gehen wir nicht nur Skifahren. Nein, später gibt es auch noch eine kleine Überraschung, die der Jochen vorbereitet hat für uns. Okay. Ich weiß schon mehr, Bibi. Mal gucken, ob ich das wie machen immer. Werde. Ich habe nämlich dezente Magenbeschwerden, aber sonst geht es mir heute auf jeden Fall schon viel, viel besser als gestern. Und ja, ich würde sagen, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir zeigen euch ganz schnell das Hotel, dann geht's schnell zum Frühstück und dann müssen wir auch schon unsere Skiausrüstung abholen. Es geht los, liebe Leute. Und heute ist einfach der perfekte Moment, die Osmo Pocket wieder zu benutzen. Die große Kamera können wir auf gar keinen Fall mitnehmen. Vor allem, ich bin echt gespannt, wie ich überhaupt mit dieser Osmo Pocket filmen kann. Ich war das letzte Mal vor 15 Jahren Skifahren. Man sagt ja, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, das verlernt man nie. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin ja jetzt gerade nicht mehr so die Sportlichste. Von daher werden wir gleich mal sehen, wie ich mich anstellen werde. Auf jeden Fall haben wir Top-Wetter. Es ist wirklich perfekt. Und wenn ich mir diesen Anfängerberg angucke, denke ich mir, das ist ein Anfängerberg. Also wenn das jetzt der Anfängerberg sein soll, habe ich auch gerade gesagt. Dann, holla die Waldfee. Bleibe ich lieber im Auto. Bis später. Tschüss. Alter, nee, ist aber krass. Ich glaube, dann bleiben wir auf jeden Fall heute hier für den ersten Tag. Bei dem Anfängerberg. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Achso, mehr hast du auch noch nicht geschafft? Dann sind wir ja ungefähr selber Stelle. Die Vicky meinte gerade schon, wir sind die best ausgestatteten Anfänger überhaupt, die sie gesehen hat. Vor allem mit diesen Styler-Meiler-Helmen. Ja, ich fühl mich auch, wie schon im letzten Video erwähnt, ein bisschen schlecht, weil das ist halt wirklich Top-Gear, was wir hier haben. Und ich habe gerade schon gesagt, also wenn wir oben stehen, sehen wir aus wie die absoluten Vollprofis. Sobald wir uns nur ein Mikromüh bewegen, ciao. Deswegen, wir dürfen uns nicht bewegen. Sieht gut aus. Aber hier, du musst irgendwie zumachen, hier den Laden. So heiß. Ja, dann zieh mal die Jacke aus. Dann habe ich ja gar keine Taschen mehr zum Tragen von irgendwelchen Kamerautensilien. Oh. Dann zieh doch die untere aus. Die ist aber cool. Die ist cooler. You know, it's all about the look. Schau mal, da kommt er. Jo! Jochen! Welcome, ich weiß gar nicht, wen ich zuerst begrüßen soll. Aber so. Was für ein Auftritt. Hallo. Schön, dich zu sehen. So, Jochen, na, wie geht's euch? Mir geht's natürlich saugut. Ich habe ja nur 5 Schwünge hier runter von meinem Haus bis hier zur Kralleralm. Da sitzen die Leute schon in der Sonne, wie sich's gehört. Und jetzt sind wir am Krallerlift. Das ist ein Hotel, was einen eigenen Lift hat. Und das finde ich ziemlich geil. Geil. Ja, also wir sind sehr gespannt. Wir hatten eigentlich unseren täglichen Sport für heute schon durch. Wir sind da den kleinen Berg nur mit den offenen Schuhen hochgelaufen. Das war schon ausreichend anstrengend, okay, eigentlich. Glaube ich, ja. Du hast dein Versprechen eingelöst. Ja. Vielen lieben Dank. Beziehungsweise wir werden es heute durchführen. Und wir sind sehr gespannt. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich nicht weiß, was genau auf mich zukommen wird. Wir werden Skifahren lernen. Wir gehen wirklich nach Lehrbuch vor. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach vorne zu den Skiern. Ich gebe meine Ski weg und dann machen wir es erstmal warm. Perfekt. Und eines muss ich gleich hinzufügen. Ich bin kein gelernter Skilehrer. Ich bin zwar ein gewachsener Skifahrer, aber ich habe meinen Kindern zwar allen das Skifahren beigebracht, aber indem ich sie zwischen die Beine genommen habe. Okay. Das scheidet in deinem Fall aus.
Ich kann versuchen, mich klein zu machen. Wird nicht klappen. Also wir müssen jetzt ganz nach Lehrbuch vorgehen. Okay? Kriegen wir hin. Liebe Sabibo, übe mich jetzt auch mal als Social Media Influencer, indem ich hier in die Kamera spreche. Ich hoffe, die nimmt auch auf, aber da brennt ein rotes Licht, also nimmt sie auch auf. Ich finde das ja eigentlich irgendwie schräg, dass ich, der ich gar kein Skilehrer bin, aber seit meiner frühen Kindheit Skifahre und leidenschaftlich Skifahre, jetzt Cheng und Sabibo das Skifahren beibringen. Hier direkt am Krallerlift. So, jetzt gucken wir mal, ob sie aussteigen, ohne hinzufliegen. Ihr seid zu gut, das ist fast ein bisschen langweilig, ja? Da müssen wir gleich die Schwierigkeiten jetzt steigern. Direkt schwarze Piste. Jetzt tut mal nicht. Genau. Jawohl, und ich gucke die andere Richtung. Sehr cool. Das ist schade, dass ich das nicht gefilmt habe. Okay. Ja, ich hab's leider auch nicht. Ah, kannst du nochmal machen? Kannst du bitte nochmal machen? Deine Brille brauchen wir noch, die Wiki gibt's dir. Are you ready to rumble? Trotzdem Adrenalin, weil es sehr schnell war. Ja, links, ich glaube, bei mir war eingestellt, Panorama, dass es nicht so schnell war, aber ich habe mich gefühlt wie ein Adler. Das war so toll, Freunde. Ich will am liebsten noch einmal. Nein, aber unbedingt Mama und Papa, ihr müsst das einmal machen. Gerade Papa mit seiner Höhenangst. Es ist unnormal schön und man denkt einfach, man ist ein Vogel. Also, derbe geil. So, wir sind jetzt hier ganz oben an der Bergspitze angekommen, beziehungsweise fast. Ist ja schon in greifbarer Nähe. Und ihr seht jetzt hier den Daniel, der bereitet sich gerade vor. Er ist nämlich professioneller Paraglider und gibt mir jetzt tatsächlich die Möglichkeit, einmal mit ihm gemeinsam hier den Berg runter zu segeln. Und das Schöne ist, wir beginnen direkt an einer schwarzen Piste. Oh,
Zerstörung! Ah, ich bin auch tot. Komm, gut gegeben heute. Aber man muss ja sagen, wir haben auch sehr vieles geschafft. Ja, Skifahren, Flying Fox plus du bist noch geflogen. Ciao. Den ganzen Tag an der frischen Luft. Fett gegessen. Geiles ich sag nur, Wetter. Ich bin Sonne. Fertig, mehr als fertig. Aber vielleicht ganz kurz zusammenfassen, Schatz. Ja. Du, das erste Mal auf den Skiern. Ich bin so stolz auf dich, mein Baby. Du hast das so gut gemacht und es tut mir leid, dass ich dich ausgelacht habe, weil du gefallen bist. Ich musste so lachen, aber ich bin einfach so schadenfroh. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt. Seid ihr auch so schadenfroh? Egal, wer sich auf die Schnauze legt. Erstmal lachen und dann fragen, wie es geht. Ich habe ja wirklich immer mit mir gekämpft, dass ich nicht lache, weil ich dachte immer, das ist jetzt gemein. Eigentlich kenne ich das gar nicht bei ihm, dass er so Panik bekommt. Ich habe eigentlich Angst vor nichts. Egal ob Bungee Jump oder was, natürlich hat man den nötigen Respekt. Aber ich mache es dann wirklich, weil ich habe da auch richtig Bock drauf. Aber in der Phase, wo ich gefühlt die Kontrolle über meinen Körper, über mich selbst verloren habe und nicht mehr wusste, so was muss ich jetzt tun, damit ich diesen Fehler nicht begehe. Und dann habe ich runtergeschaut und ich sehe nur diese unendliche Tiefe. Ich hatte das Gefühl, ich hatte kurzzeitig Höhenangst. Ich weiß nicht, was los ist. Ich war komplett scheiße und deswegen habe ich mich auf die Schnauze gelegt. Ja, aber wirklich, es war ein ganz komisches Gefühl. Nein, das hast du sehr gut gemacht. Aber das war der allererste. Ja, ich habe noch nie Skier angeguckt. Ja, so, ne? Du dafür hast das schon, wirklich sehr gut gemacht. Und wie war ich? Ich war zutiefst beeindruckt, wie gut du das gemacht hast. Sogar, ich war selber beeindruckt. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das noch so drauf habe. Also wirklich, 15 Jahre nicht auf den Skiern gestanden. Aber man kennt es ja, einmal gelernt, dann vergisst man das nie. Und sobald ich in den Skiern drin war, wusste ich auch direkt, was zu tun ist. Und gar nichts los, steile Piste, gib ihm! Ich bin echt stolz auf dich, hast du sehr gut gemacht. Ich will auch direkt noch weiter, aber ja, wir wollen nicht übertreiben. Ich glaube, Muskelkater wird grüßen morgen. Ich spüre es jetzt schon, Kamera wird schwer. Auf jeden Fall müssen wir Ende des Jahres nochmal hierher. Das Hotel ist richtig geil, 2 Tage reichen nicht aus. Ja. Aber das Gute ist, wir fahren ja jetzt noch weiter nach Südtirol. Und da werden wir noch weiter Skifahren. Aber haben wir jetzt einen Tag Pause? Ja, wir haben morgen Pause. Okay. Das heißt, wir können den Körper ein bisschen ruhen lassen und dann geht es direkt weiter. Wir haben Blut geleckt. Nicht nur Blut, auch ein bisschen Schnee. Du auf jeden Fall, ein bisschen mehr. Auch sehr geil, Flying Fox, also sehr empfehlenswert. Ja, und es hat mir sogar richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich bin ja voll der Panik-Panda und normalerweise Bungee-Jumping war ja nicht so meins. Ich hatte nur anfangs Angst, aber danach, als ich da schon stand, habe ich gesagt, okay, geht jetzt voll durch. Ja. Ich mag das halt nicht so, wenn das so übertrieben Adrenalin, wenn du so übertrieben dieses, aber das war wirklich schön. Du hast dich einfach gefühlt wie ein Adler. Du hattest so eine wunderschöne Aussicht. Mhm. Mein Gesicht war ein bisschen eingefroren, aber ja. Ja, wir haben heute auch sehr häufig gehört, dass das Wetter vor ein paar Tagen noch so schlecht und zugezogen und neblig war und so, dass du nichts sehen konntest und danke, danke, danke. Natürlich nicht nur für das Wetter, sondern speziell auch an Jochen. Denn er hat sich extrem viel Zeit genommen, ist heute den gesamten Tag mit uns unterwegs gewesen, hat uns die Möglichkeit gegeben. Bester Lehrer. Sehr dankbar dafür. Leute, checkt unbedingt mal Jochen sein Instagram aus. Ja, wir sind so stolz auf ihn. Er macht jetzt richtig krass Insta-Story. Und auch einfach so hochinteressant. Cool. Es ist jedes Mal wieder schön, mit Jochen zusammen sitzen zu dürfen beim Essen und über unsere Leben zu plaudern und einfach mal zu sehen, wie viel dieser Mann doch eigentlich schon erlebt hat. Ich wollte auch sagen, dieser Mensch hat einfach so viel erreicht und jedes Mal erzählt er uns so krasse Stories, wo wir einfach so sitzen, uns angucken und denken so, ist das jetzt irgendein Film? Dieser Mensch hat so viel erlebt, er ist schon so viel gereist, er hat so viele verrückte Sachen gemacht, so viele verrückte Sachen erfunden. Ja. Heute auch wieder so Sachen erfahren, wie so, okay. Aber sehr inspirierend, sehr cool und ja, wie gesagt, immer wieder gerne. Wir sind am Start und freuen uns, sind sehr stolz auf dich, Jochen, falls du dieses Video sehen solltest. Wir werden den Vlog jetzt nicht mehr allzu derbe in die Länge ziehen, denn wir sind kurz vorm Zusammenklappen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, denn wir sind die nächsten Tage ja weiterhin hier unterwegs und dokumentieren natürlich auch fleißig unsere Reise, dann abonniert sehr gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Stay positive, wie immer. Nächsten Wochenmittwoch. Tschüssi Kowski. Adios. See you in Dreamland. Roger that.